In Deutschland soll es im letzten Jahr rund 20.000 Messerangriffe gegeben haben. Das ergab eine Recherche der Welt am Sonntag. Demnach kam es 2020 durchschnittlich jeden Tag zu mehr als 50 Messerattacken im ganzen Land. In den letzten Monaten gab es immer wieder Übergriffe mit einem Messer. Erst Ende Juni erstach ein Mann in einem Würzburger Kaufhaus drei Frauen. Anfang November attackierte ein Mann Passagiere in einem Zug in Bayern.